So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ja, wir sind mittlerweile dabei, mal wieder den Leviathan zu bekämpfen. Oh ja. Da sieht man ihn schon. Sehr majestätisch auf jeden Fall und höchstwahrscheinlich auch minimal nervig. Ich glaube, das sollte uns nicht stören. Ja, und würde ich sagen, mal schauen. Was soll schon passieren? Außer, dass wir verkacken. Hi. So, was haben wir denn hier Schönes? Oh fuck. Oh fuck. So, das war glaube ich der erste Strike. Ich würde auch mal gerne schauen, ob wir hier irgendwo... Ne, warte mal, das war noch nicht alles. Das Coole ist, ich weiß nicht warum, aber irgendwie trifft er uns nicht, selbst wenn wir langsam fliegen. So, das war der erste Strike. Oh shit. So, wo haben wir denn hier O2-Kanonen? O2-Dinger, meine ich. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, mich würde auch mal interessieren, wo wir hier O2 haben, weil ich bräuchte das so lange noch. Ja, toll. Ach, da hinten, ganz an der Ecke. Ja, das, da werden wir, glaube ich, nicht mehr hinkommen. Das war's. Also, ich glaube, wir fangen am besten ganz links an. Das wird, glaube ich, am meisten Sinn machen. Bis man die erstmal gefunden hat, ne? Und nochmal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie verkacken wir ständig beim Leviathan nur. Da fangen wir nämlich da an. Stipp jetzt. Ich glaube, ich muss mal kurz hier weg. Oh, jetzt aber. So, jetzt einmal aufladen. Also ich hätte gerne mehr von diesen. AAS-Kanone zerstört. Ich hätte gerne mehr von diesen O2. Ach guck mal, da hinten ist auch noch eine direkt an der Tür. Habe ich gar nicht gesehen, Mann. Oh mein Gott. Ja, jetzt scheint er aber echt böse zu sein, der Typ. Aber richtig. Das war's. Einmal aufladen. Warnung. AAS-Kanone zerstört. Was ist das jetzt? Nicht die zerstören? Ich muss da einmal dran. Entschuldigung. Oh Gott, ey. Jetzt haut er alles raus, was er hat, ne? Scheiße. Oh Gott. Warnung.
Ah ja, wie, was? Wie bitte? Was? Was ist hier eigentlich? Ist hier nur O2-Station? Ja, da ist eine O2-Station. Naja, aber die Kanone ist zerstört. Was soll ich machen? Sind hier noch mehr? Mal sehen, tue ich keine. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich da drauf schießen kann, oder? Oh mein Gott. Könntest du mal versuchen. Weil wir müssen ja in erster Linie eigentlich nur diese komische Panzerung da erst mit den AAS-Kanonen wegballern. Glaube ich. Ja, das sollte auch klappen. Das war's. Hau rein. Bliert. Ist er tot? Tot und weg. Ich versuche es nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Tu es. Die Übertragung ist einsatzbereit. Tschüss. Oh Mann, Alter. Was ein Kampf. Aber wohin? Zurück? Wahrscheinlich zurück. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wahrscheinlich da dran. Mal wieder. Also ich muss sagen, der Kampf war auf jeden Fall einfacher als der erste. Also, finde ich. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Antenne ausgefahren. Ja, endlich! US Ambassador, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Öffnet nicht die Rettungskapsel. Ich wiederhole, öffnet nicht die Rettungskapsel. Verstanden? Sieht so aus, als wären wir zu spät. Oh, Chen. Oh, hi. Der war hart. Und ich mein's nicht pervers. Darius, was ist passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Ringer sind jetzt auf der Welle. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was mal Chen war. Verfluchte Scheiße! Die Welle ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe ein Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp! Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Welle noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Welle jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Valor. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Okay. Alles klar. Schwerelosigkeit deaktiviert. Das bedeutet... Auf zu Velo. Velo? Velo? What? Wo ist der Ripper eigentlich? Ach guck mal, wir hatten sogar noch O2, Mann. Hätte ich das mal gewusst. Ja Leute, ich weiß nicht warum, aber irgendwie sehe ich meistens die Sachen immer erst so spät. Aber besser als nie. Bloß auf. Will dich nicht nochmal bekämpfen müssen. Haben wir eigentlich hier noch Knoten? Okay, ne?
Einen haben wir. Naja, entweder machen wir Kapazität oder Feuerrate. Viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Immer Feuerrate. Why not? Wisst ihr, was ich irgendwie nicht verstehe an dem Spiel? Im dritten Teil, im Originalen, hat man von dem Visor noch so ein Licht irgendwie an den Wänden. Das reflektiert dann so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum die das hier nicht gemacht haben. Eigentlich sah das echt cool aus. Eigentlich. Oh. Nehme ich gerne mit. Schaust du so nach rechts, da ist doch nichts. Hä? Wir müssen noch wieder zurück? Im Ernst? Das wäre ein cooles Thumbnail eigentlich, finde ich. Luftschleuse. Lass mich raten, das ist da, wo wir gerade rausgekommen sind. Sieht fast so aus. Oh, warte mal. Yep, das ist da, wo wir gerade rausgekommen sind. Cool. Ah. Oh, die haben uns aber gut getroffen, wa? Minimal. Isaac, ich bin an Bord. Die Welle ist kaputt, aber ich kann die Brücke erreichen. Was war denn das? Keine Ahnung, Monster vielleicht? War jetzt aber nur geraten. Schwerelosigkeit deaktiviert. Kapitel 9. Oh, cool. Die haben sogar eine andere Schiffsstimme. Hallo. Ich bin neu hier. Speichern wir erstmal am besten. Oh nein. Oh, eine seltsame Anomalie. Oh Mann, ey. Absolut einladend. Isaac, wir haben ein Problem. Die Bella hat einen 12 Megaton Sprengkopf an Bord. Der Torpedoraum wurde schwer getroffen. Du musst dich sofort um die Atombombe kümmern, bevor sie hochgeht. Mann, 12 Megaton. Du weißt schon, dass ich kein Atomtechniker bin. Du musst nur den Sprengkopf stabilisieren und ihn entsorgen, aber nicht in Richtung wie Ishimura. Oh Mann, Hammond. Du hast doch noch nie Monster mit einem Plasma-Cutter zerlegt. Bisher hast du alles geschafft. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mit einem Countdown oder so. Okay, anscheinend nicht. Das war dann geil. Also das wäre jetzt Abfuck. Leute, wisst ihr auch, was lustig ist? Diese Rüstung hier. Die hier.
von den Typen ist eigentlich Stufe 5, glaube ich, des Anzugs, den wir aufrüsten können. Das heißt, im New Game Plus können wir auch mit so einem Anzug rumrennen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, das war auch im Original schon so. Aber ich glaube, da gab es kein New Game Plus. Glaube ich. Sicher bin ich mir nicht. Credits. Oh Mann, darf ich da drauf? Ich glaube nicht, oder? Oh. Anscheinend schon. Hi. Oh. Danke. Oh nein, 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 nicht so einer. Die sind doof. Die finde ich doof. Die Soldaten haben nur Stase-Einheiten dabei. Als sie sich verwandelt haben, verschmolzen diese Einheiten mit ihren Körpern. Haben sie verändert. Die sind verdammt schnell, Isaac. Sei wachsam. Wie können die schnell sein, wenn die Stase-Pakete hatten? Müssten doch dann eigentlich langsamer sein, oder nicht? Also, keine Ahnung. Oh Mann, diese Sounds, ey. Theoretisch jetzt auch voll lahm sein, wenn die da durchrennen. Warum bin ich eigentlich so schnell? Luftschleuse. Sprechungsraum. Oh mein Gott. Textlog. Verschlusssache. Priorität schwarz. An Commander F. Cadigan von Chief of Staff. Erdverteidigung. Operation Weißes Licht. Standort Aegis-System. Aegis 7. Ziel gründliche Reinigung. Das CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen den Systemisolationsbefehl von Earthgov. Es wird angenommen, dass es Marker 3A geborgen hat. Spezialkräfte haben das System bestätigt, konnten aber keine Planetenkoordination zur Verfügung stellen. Oh. Empfehlung der Spezialkräfte. Lassen Sie äußerste Vorsicht walten. Wenn Marker 3A geborgen wurde, ist es eine Infektion. Ist eine Infektion an Bord ein ernstzunehmendes Risiko. Setzen Sie den Shockpoint-Antrieb zum Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Ziele? Sichern Sie den Marker 3A. Falls eine Infektion vorliegt, leiten Sie das Sterilisationsprotokoll Euridike ein? Euridike oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Liegt eine Infektion vor, leiten Sie das Eindämmungsprotokoll Apollo ein. Das gesamte Personal muss sich ohne Ausnahme einer vollständigen psychologischen Untersuchung während der Nachbesprechung unterziehen. Also anscheinend wussten die schon, was wir hier machen. Wahrscheinlich. Commander Cadigan an das gesamte Personal. Wir wurden von feindlichen Kräften geändert. Es handelt sich um Außerirdische. Ich wiederhole, Außerirdische. Und sie sind extrem gefährlich. Alle zu den Waffen. Feuer frei. Ja, ob das wirklich Außerirdische waren? Ja, aber die scheinen ja eigentlich von dem Marker zu wissen.
Die Frage ist nur, wissen die auch von den Auswirkungen, was so ein Marker macht? Wahrscheinlich ja nicht. Ja, was ist jetzt hier? Oh. Alter. Reicht dann, oder? Wo ist denn dieses Drecksvieh jetzt? Hier? Hier? Nee. Was soll ich denn mit der Batterie? Kann das sein, dass wir so... Ach guck mal, wir haben doch sogar so ein Visorlicht. Aber nur ganz schwach. Ja, dann gehen wir erstmal... Also nicht irgendwie runter. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was das bringen soll, da die Batterie rauszuholen, ehrlich gesagt. Aber gut, da ist drum.